Lasst uns mit Spaß dabei sein. Lasst uns Freude haben. Ich glaube, das ist ein Erlebnis für jeden, einfach mal hier gegen Lok zu spielen. Ich habe es die Woche auch schon gesagt. Wir haben, oder hier wurde Anfang der 90er erste Bundesliga gespielt. Hier saßen die Bayern in der Kabine. Hier ist der Matthäus durch den gleichen Gang herausgegangen, wie wir jetzt hier rausgehen. Also Männers, habt Spaß. Seid eine Bande, habt Leidenschaft. Pusht euch! Oh, komm, ja! Francesco Carnap mit der Ansprache in der Kabine der SG Handwerk Rabenstein. Im Achtelfinale des Sachsenpokals war das Team von Ringo Delling zu Gast bei Almedin Shiva und Lok Leipzig, der Lok-Coach, zum Scherzen aufgelegt. Ja, hat nicht richtig funktioniert. Der Kollege an der Kamera hat sich nicht locken lassen. Stabil geblieben. Lok als Regionalligist in den schwarzen Trikots. Natürlich Favorit gegen den Sachsenligist Rabenstein. Erste Chance für Lok Leipzig durch Pfeffer mit der Flanke und Ziane. Das Spiel aus Sicherheitsgründen im Bruno-Plache-Stadion. Eigentlich hätte Lok als höherklassiger Verein auswärts rangemusst. Rabenstein hatte dennoch knapp 250 Fans dabei. Erste Chance für Rabenstein. Das ist Fischer. Guter Abschluss. Rabenstein Fünfter in der Sachsenliga, zuletzt aber mit 3 Niederlagen in Folge. Lok Achter in der Regionalliga, aber es sind nur 5 Punkte auf Platz 1. Und der Pokal ist ja immer ein großes Ziel. 21. Minute, Abderrahmane und dann Ziane mit dem 1:0. Zum ersten Mal spielte es Lok schnell und direkt. 6 Tore in der Liga für Jamal Ziane, jetzt sein drittes im Pokal. Rabensteins Anders kann den Schuss von Abderrahmane noch blocken, aber direkt vor die Füße von Ziane. Der Rest Business as usual. Lok hatte etwas gerade zu biegen. Zuletzt 2 Niederlagen in Folge in der Liga gegen Lichtenberg und gegen Meuselwitz. Das ist wieder Ziane. Nächste Chance für die Blau-Gelben heute in Schwarz unterwegs. Und es ging weiter mit Ziane, mit Atil Ganlok im Vorwärtsgang. Theo, fallen, Theo. Komm, zweiter Ball. Almedin Shiva konnte zufrieden sein. Führung zur Pause. Zweiter Durchgang, dann Rabenstein. Lok bekommt keinen Druck auf den Gegner. Da ist Weigel, der spaziert durch. Durch die Lok-Verteidigung und hat die Riesenchance zum Ausgleich. Aber Niklas Müller heute für Isar Doğan zwischen den Pfosten. Aufmerksam, schnell draußen, macht sich groß. 60. Minute, der lange Ball über Umwege landet er bei Ziane. Und dann Okbidi. Eingewechselt, aber Markus Landgraf im Tor. Der SG Handwerk Rabenstein. Zweimal großartig. Es spielte nur noch Lok Leipzig. 64. Minute. Fufak dreht Grunert ein, vorbei an Grunert und dann Ziane. 2:0 Doppelpack Jamal Ziane. Der lauert am langen Pfosten, Flanke abgefälscht und dann drückt er den über die Linie. Jetzt wurde es natürlich schwer für Rabenstein. Ziane mit Treffer Nummer 2 und in der 87. Minute auf der Suche nach Erfrischung. Die findet er mit der schwarzen Trinkflasche, abgelegt im Rabensteiner Tor, nochmal justiert. Genau da soll sie liegen, dann positioniert er sich für den Freistoß von Grimm und drückt den rein. 3:0 für Lok. Ziane mit dem nächsten Treffer behält die Lufthoheit. 5. Tor im Pokal und wer weiß, vielleicht wollte er genau diese schwarze Trinkflasche treffen. Er war nah dran, aber in jedem Fall Mann des Spiels. War natürlich wichtig. Ich meine, Lichtenberg war eine inakzeptable Leistung. Ich glaube, Meuselwitz, jeder, der da war und das gesehen hat, weiß, dass die Leistung gestimmt hat. Leider einfach das Tor nicht. Jetzt hast du 2-mal in Folge verloren in der Liga und ja, das wollten wir heute ein Stück weit gerade rücken. Aber hier geht es ums Weiterkommen. Das haben wir gemacht und jetzt wollen wir nächste Woche
das wieder gut machen. War Weltklasse, ne? Also mit 250 Auswärtsfans dann trotz 3-0 hier so eine Stimmung. Und ich sag mal, das zeichnet am Ende unsere Truppe aus. Ich hätte mir gewünscht einfach für uns, dass wir uns belohnen. Die Möglichkeiten hat man gehabt, ne? Die Nadelstiche haben wir gesetzt. Und ja, am Ende gibt es einen Torjäger bei denen, der leider 3 Tore macht und an dem Tag auch ein Stück weit einen Unterschied gemacht hat. Ciane trägt Lok ins Pokal-Viertelfinale. 3 Treffer gegen Handwerk Rabenstein. Der Sachsenligist verabschiedet sich mit Partystimmung aus dem Wettbewerb.